Also um das nochmal zu erklären, ich sage immer vereinfacht, das Leben ist wie das Wetter. Dem Wetter ist wurscht, ob du dich aufregst oder ob du dich aufregst. Das ist es letztendlich ja so in einer extrem vereinfachten Form, einen erklärt, das Ganze. Es ist ein lückenloser Zusammenhang, ein Kontinuum, das taucht hier so wie das Meer, das immer ist. Für Geist, für Ewigkeit, für Gott. Hörst du? Ich kann dich so gut hören gerade, Udo. Ich weiß nicht, das ist gerade nicht so deutlich. Vielleicht das Mikrofon noch mal näher ran oder. So, Etzer, ist jetzt Jetzt das ist besser? Ich viel habe besser. aber eine raue Stimme, weil ich ja schon wieder eine Woche geredet habe, fast ununterbrochen. Jetzt ist es besser? Jetzt ist viel besser. Jetzt kann ich dich gut hören. Okay. Also nochmal, das Leben, das heilige Ganze, das, was man Gott nennt, oder in der Physik die Energie, was ich tausendmal erklärt habe, ist eine Grundlage, das, was immer ist, und da tauchen Gedankenwellen auf. Und solange wir den gedanklichen Fokus auf das heilige Ganze legen, dass er etwas nicht Denkbares ist, das ist wie ein Kontinuum, das heißt, der Kontinuum heißt ein lückenloser Zusammenhang, Conditio eigentlich in Reihe und Gliedstellen. Und das ist jetzt sehr interessant, wenn du dich erinnerst, wenn ich immer unseren einfachsten Spiegeltunnel nehme. Ich sage, wenn du jetzt bewusst in dieses Lämpchen zwischen die zwei Spiegel oder zwischen das Zentrum, in das Lämpchen des Zentrumspiegels reinschaust, dann sind ja alle Spiegelungen, die wir hier rausspiegeln, sind eigentlich, befinden sich in diesem einen Licht. Das sind Facetten, was ich Geistesfunken nenne. Ich sage mal, es klingt komplizierter, wie es eigentlich ist, wenn man das Prinzip verstanden hat. Erinnere dich im Bleienfeld, wo ich sage, wir bleiben bei die zwei Spiegel, um das einfach zu machen. Wenn du das Licht bist und du schaust in eine Richtung, hast du viele Lichter vor dir. Natürlich jetzt in dem Fall Spiegel, Licht, Spiegel, Licht, Spiegel, Licht. Das hinter dir siehst du nicht. Du kannst dich aber jetzt rumdrehen, dann hast du dasselbe Spiel. Das heißt, die hinter dir, die sind in dir, hier H, in dann, in der N, in dem Sein. Und die Vorgestellten, die du dir ausdenkst, du stellst dir immer alles vor. Du kannst eigentlich nichts hinter dir stellen. Du kannst jetzt bewusst den Schrank hinter dir denken, H in der N, dann ist es eine in deine Existenz, in der N, eine Wahrnehmung ist eine in deine Existenz, das heißt hindern. Du kannst dir das vor dich hinstellen und dann hast du diese Vielheit, das ist die Reihe. Koordinado, wenn du das einmal nachschaust, Koordino heißt eigentlich in Reihe und Gliedstellen. Ist immer sehr interessant, wenn ich zum Beispiel deine Divisionen nenne. DI heißt jetzt erst einmal die Öffnung deines Intellekts. Das können wir jetzt wieder hebraisieren, dann wird es ein genug, eine genügende Menge, weil ja immer nur das da ist, was du siehst, und da hast du genug damit zu tun, dir das bewusst zu machen, weil dann kommt ja sofort wieder ein Schwall von Interpretationen. Jetzt fange ich schon wieder an, in die Worte reinzugehen, weil die Division ist nämlich unheimlich interessant, wenn das Viso, wenn du dir mal anschaust im Lateinischen, was da eigentlich rauskommt, was das wirklich bedeutet. Und jetzt ist es also so, dass diese Einheit, das Meer, das Kontinuum, wenn das Meer anfängt, Wellen aufzuwerfen, dann kriegst du Divisionen, das sind deine Gedankenwellen. Die ändern sich ständig. Der schaut, ist immer dasselbe. Das haben wir mittlerweile durch, das sollte installiert sein. Ich mache immer die vereinfachte Metapher, dass ich sage, du stellst dir vor, das ist ein zusammengesetztes Puzzle. Das ist das Ganze. Das ist natürlich jetzt kein lückenloser Zusammenhang mehr, weil sobald wir das zusammensetzen, hängt es zwar zusammen, aber mir zieht schon Grenzen. Und die Gedanken, wenn die auftauchen, das sind Puzzlestücke von dem Puzzle. Das heißt, jede Gedankenwelle ist ein kleines Stück von einem heiligen Ganzen. Jetzt ist aber eine Welle ja sowas. Du siehst in deiner momentanen Reifestufe von der Welle immer bloß eine Seite. Du könntest dir die andere bewusst machen. Und jetzt ist es so, dass ich sage, die Seite, die du anschaust, die Welle, sage ich, die eine Seite der Welle ist ein systemrelevanter Parameter und die andere Seite ist ein system nicht relevanter Parameter. Es gibt die Wellenberge, gibt es nur, wenn Wellentäler da sind. Die kommen auch nicht nacheinander. Interessant ist, wenn ich jetzt sage, wir symbolisieren einmal den Wellenberg für alles, was dir wichtig ist, wo dir klar ist, das brauche ich oder das findest du gut. Darum nenne ich jetzt einen systemrelevanten Parameter. Denk an mein Beispiel mit dem Auto, wo ich sage, der Benzinschlauch ist ein systemrelevanter Parameter. Wenn du den rausmachst, wird das System Fortbewegungsmittel zerstört. Jetzt in Bezug auf das Auto. Der Kabelstecker, wie ich immer sage, ist auch ein systemrelevanter Parameter.
Wenn ich den rausnehme oder abziehe, das reicht schon, wenn ich ihn abziehe, wenn es ein systemrelevanter Parameter ist, dann zerstöre ich auch das Fortbewegungsmittel als System. Ich habe auch im Auto natürlich Kabelstecker, die ich abziehen kann, wo gar nichts passiert, von der Innenraumbeleuchtung zum Beispiel. Das ist ein System nicht relevanter Parameter. Also diesbezüglich können wir oberflächlich meinen, die System nicht relevanten Parameter, die brauchen wir ja nicht. Darum sage ich, du hast, wenn du eine Gedankenweise hast, du siehst immer nur eine Seite und dann sagst du entweder, das ist für dich jetzt selber wichtig oder interessant oder das ist unwichtig oder sogar böse und du willst es vernichten. Das heißt, die System nicht relevanten Parameter werden entweder nicht beachtet oder sie werden sogar bekämpft. Mhm. Aber jetzt wieder ganz abstrakt gedacht, gehört zu jedem systemrelevanten Parameter ein System nicht relevanter Parameter und in systemrelevanten Parameter wird es ohne den nicht relevanten Parameter gar nicht geben. Ich sage, es würde gar keine Wellenbärche ohne Wellentäler geben. Ich habe in einem letzten Selbstgespräch nochmal darauf hingewiesen, dass also wenn wir das Wellental als nichts betrachten, da ist ja nichts. Stell dir das nochmal bildlich vor, von der Seite her gesehen. Im Wellental ist ja nichts drin. Und der Wellenberg ist etwas. Dann wirst du feststellen, dass wenn der Wellenberg aufgeschmissen wird, im selben Moment dieses Nichts entsteht. Das heißt, wir haben ein Nichts, das durch das Etwas entsteht. Ich nenne das auch immer Hintergrund. Brauchst immer einen Hintergrund. Es gibt keinen weiß geschriebenen Namen auf einem weißen Blatt Papier. Und sobald ich da einen Namen hinschreibe, egal in welcher Farbe, muss eine andere Farbe, ein Kontrast da sein, als Hintergrund. Darum ist es auch immer wieder so, es gibt kein Oben oder Unten. Wo warst du jetzt die ganze Zeit, jetzt in Bezug auf die Ariane? Während du mir zugehört hast, warst du oben oder unten? Hast du dich gesund oder krank gefühlt? Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast, wenn du an das eine nicht denkst, ist das andere auch nicht da. Und wenn du an irgendeins von der Polarität denkst, entsteht im selben Moment das andere. Auch wenn dir das gar nicht bewusst ist. Das ist das Spiel mit der Einseitigkeit, wenn du sagst, ich bin jetzt krank. Aber im selben Moment entsteht auch Gesundheit. Plus du meinst, die war in der Vergangenheit und du willst die in der Zukunft wieder erreichen. Das heißt jetzt, ich bin jetzt auf der Spitze eines Berges. Das heißt, das Tal war in der Vergangenheit oder wird in der Zukunft irgendwann einmal auftauchen. Es kann in der Zukunft nichts auftauchen, wenn in der Vergangenheit nichts gewesen sein. Das ist so unendlich simpel und das ist die eigentliche Quelle jeglicher Form von Leid, die du empfindest. Ja. 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 Vergessenheit ist jetzt. Wenn man übt, Gedanken, die man jetzt denkt, um sich herum in Raum und Zeit verstreut, obwohl sie hier und jetzt gedacht werden. Wo ist der Udo jetzt? Der ist hier und jetzt, dann kommt eine Information. Fange ich nicht genau, das ist mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen, das jetzt vor dir erscheint. Ihr könnt jetzt sagen, wo ist die Ariane? Ist die jetzt auf dem Bildschirm oder ist die in deinem Kopf? Die Ariane, da gibt es nur immer die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das, was ausgedacht wird, befindet sich immer im Zentrum, in diesem geistigen Zentrum des Denkers. Und das ist halt das Spiel. Wir reden von dem, was ist, was hundertprozentig sicher ist. Wir haben wieder sehr, sehr interessante Gespräche die vorige Woche und so viele Kleinigkeiten, wo ich immer wieder wiederhole und wo ich sage, ich erzähle dasselbe in minimalen Variationen und wieso das immer wieder in dir auftaucht, wenn du meinst, ich habe es doch schon längst verstanden. Wenn du es wirklich verstanden hast, würde ich das nicht mehr langweilen, sondern du wirst bloß nicken, wie die Ariane auf dem Bildschirm jetzt nickt. Jetzt ist natürlich die Frage, die Ausnahme ist wieder die Ariane, weil die sieht sich ja nicht auf dem Bildschirm. Ja. Ich könnte jetzt, eventuell hat jetzt der genickt, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört und der jetzt auch hier diese zwei Pixel auf dem Bildschirm sieht. Um die geht es nicht. Es geht nie um was Ausgedachtes. Holofeeling beschäftigt sich nur sekundär mit ausgedachten Dingen. Das Objekt, das bewusst jetzt ausgedachte Objekt, ist der, der sich das ausdenkt. Das heißt, der, der uns jetzt ausdenkt, der sich alles ausdenkt, ja. Das ist die, den ich das erzähle. Und jetzt, du weißt, ich sage, und dem erzähle ich es natürlich auch nicht, sondern ich erzähle es dem, der sich jemand ausdenkt, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Dann wird er ja schon wieder zu einem Objekt. Richtig, ja. Das ist eigentlich immer dieses Rot-Blau-Spiel. Und
Da wird es dann sehr interessant. Ich gehe vorneweg, ich habe in unserem Chat, und das ist auch interessant, ich sage immer Chat. Ich spreche einmal vom Chat-Denken und dann spreche ich von dem Chat, den Holofeeling-Chat. Ist ja bloß ein paar Brösel. Es geht nicht einmal um die Brösel, die in dem Chat sind, sondern es geht um den, der sich diesen Chat ausdenkt. Mhm. Der natürlich auch wahrscheinlich massiv meint, er ist einer dieser Brösel. Das Chat ist immer eine Kollektion. Warum ist ein Chat eben auch eine Kollektion von Schwätzern? Wer schwatzt eigentlich, wenn du liest? Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du jetzt in den Chat, in irgendeinen Chat reingehst, internetmäßig meine ich jetzt, und du scrollst da durch, wer schwatzt da eigentlich? Da steht der Name, aber letztendlich, das hat doch nie ein anderer gesprochen. Es sprichst doch bloß du immer mit deiner Stimme und du lebst im unbewussten Zustand in dem Wahn, dass du dich hundertprozentig sicher wähnst, dass da vorher einer war, das ist der, wo ich immer hinbrachte, der das da reingestellt hat. Ja, der zweite Interpretation. Das ist alles Geschwätz von zwei. Geschwätz, ja. Und so hast du dein absolut normales Leben, das du ganz normal fließen lässt, und die wirkliche Präzision ist, dass man sich jeden Moment bewusst macht, was jetzt ist. Man beobachtet, wie das Ding, das man zu sein glaubt, reagiert. Ja. Und dass du auch mitkriegst, dass jegliche Form von Gefühl, das du Geist zu füllen bekommst, und fühlen und empfinden kann nur der Geist, der träumende Geist, wie ich das immer nenne. Jetzt könnte ich schon wieder sagen, der kann natürlich auch nicht fühlen und empfinden, weil er ist ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Mhm. Mhm. Es muss immer der drüber, der immer eins davor steht. Mhm. Ja. Das ist das ewige Leben. Auf jeden Fall, da ist, ich habe da gehört, was reingestellt, doch nochmal aus dem Erwachen. Diesen Abschiedsbrief, wenn dich noch erinnerst, das war die Geschichte mit meinen Freimaurerbuben, mit dem Dr. Thomas Kalbach und mit dem Mut, mit dem Mudi. Ja. Ja. Und in den ihrer Loge hat sich ja einer, der immer gemeint hat, sich groß machen wollte, und die haben den nicht für voll genommen, aber der hat dann Selbstmord gemacht. Übrigens auch ein Arzt, soweit ich mich noch erinnere. Und dann hat er einen Abschiedsbrief geschrieben an seine Logenprüfer, bevor er sich aufgehängt hat. Ja. Ich sage jetzt die wahre Geschichte. Und wir sind da zufällig beim Abschiedsessen vom Fiegenstahl-Vortrag, habe ich ja geschrieben, da ist gegangen mit dem Heiko mit Selbstmord. Ich bringe das nochmal kurz vorne weg. Ich habe die Adresse, die Ding eingestellt, wo das genau so der Brief zum Lesen ist, weil der sehr interessant ist, der ist ziemlich lang. Und da ist um Selbstmord gegangen, und ich sage, in allen Religionen, wenn du jetzt mal nachschaust, die in dir auftauchen, wenn dich das interessiert, die du die aus Büchern oder aus dem Internet rausholst, ist Selbstmord eine Todsünde. Und dann sage ich zum Heiko, wenn man das jetzt so nimmt, was ist der Selbstmord? Der Selbstmord ist, wenn ein Mensch, normal gesprochen, der glaubt, er ist ein Körper, dass er das nicht mehr sein will, und er meint, er stellt sein Problem ab, indem er nicht wartet, bis sich selber der Körper auflöst. Schon wieder normal gesprochen, muss dir klar sein, dein Körper löst sich ja schon auf, in dem Moment, ja, wo du nicht an ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Das Problem ist, der Wahn zu glauben, ich bin der Körper, der ist immer da, auch wenn ich nicht dran denke. Aber das haben wir so viel in tausenden Variationen durchgespielt. Das, wenn er nicht hören will, soll er weiterleiten. Der Körper leidet sowieso nicht. Aber der sich mit dem Körper verwechselt. Genau. Okay? Genau. Jetzt ist das so, wenn ich jetzt normal, ich spreche jetzt ganz normal, wenn ein Mensch, und ein Mensch ist für einen normalen Menschen immer bloß ein Körper. Das ist das Problem, wo ich immer darauf hinweise. Jeder von dir bisher ausgedachte normale Mensch kennt den Unterschied nicht zwischen einem Menschen und einer Person, einem Körper dieses Menschen. Es ist schon die Dummheit schlechthin, zeige ich mir einen Philosophen, der auf diese Kleinigkeit hinweist, in Büchern, was kann ihn finden. Das ist nämlich alle die Kleinigkeiten, das sind die Kabelstecker, wie ich das immer sage. Auf jeden Fall, wenn ein Mensch mit seinem Leben nicht mehr zufrieden ist und er will jetzt nicht warten, nicht weiterleiden, bis auf natürliche Art und Weise ausgelöscht wird, dann versucht er, seinen Körper zu zerstören. Ich kann jetzt sagen, ich stelle mich zum Beispiel auf Gleise und warte, bis der Zug kommt. Das ist Selbstmord. Das ist ein Nicht-Einverstanden-Sein. Wenn der das bewusst macht, und das ist Todsünde, dann sage ich zum Heiko, wenn man es jetzt genau nimmt, dann hat ja eigentlich der Jesus mit seiner Kreuzigung eine Todsünde begangen, weil er wusste ja, was passiert. Und er hätte ja, weil er es wusste, hätte er ja abhauen können vorher. Das ist diese Geschichte, wo er noch fragt, seinen Vater, muss ich diesen Krug nehmen? Und ich sage jetzt mal so relaxed als Gott,
Nee, ich habe dir doch die Freiheit gegeben, du musst den nicht nehmen. Ich habe dich jetzt darauf hingewiesen, was passiert. Du kannst auch, wenn du willst, einfach abhauen. Da sind so viele, die dich verstecken. Dann heißt es ja, dort es nicht gemacht hat und er ist den Weg gegangen, hat er eigentlich in einem gewissen Maß Selbstmord begangen. Der Jesus. Nochmal, Selbstmord ist, wenn du ganz gezielt was zulässt, was magst, wo du weißt, dass das dann den Körper zerstört. Okay, ja. Ich habe jetzt nur eine Perspektive. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ja, und ich sage, eines ist das Gegenteil. Unser eigentliches Thema mit dem Heiger war nämlich die menschliche Freiheit. Da fange ich jetzt nicht nochmal an, die ganze Geschichte zu erzählen in Verbindung mit einem Computerspiel und mit einem Spieler. Da gibt es keine Freiheit. Ich sage immer dran denken. Solange du geistig jetzt bewusst als einen träumenden Geist setzt, dass du sagst, ich bin ein träumender Geist, muss dir klar sein, als dieser ausgedachte träumender Geist, hast du nicht die geringste Freiheit, dir rauszucken zu können, was du träumst. Und alles, was du dir ausdenkst, was in einem ständigen Wechsel in deinem roten Kopf, in dem Kopf des träumenden Geistes ständig auftaucht und wieder verschwindet, kann sich nicht raussuchen, dass von dem träumenden Geist geträumt wird. Ja, ja. Und du kannst dich natürlich, je nachdem, welcher träumende Geist du zu sein glaubst, das ist jetzt die Sache mit dem Geistesfunk, dass nur ein Programm in dir läuft, wirst du natürlich zwangsläufig auch eine ganz bestimmte Rolle spielen in deinem eigenen Traum, mit dem du dich ja verwechselst, weil du vergessen hast, dass du ein träumender Geist bist. Gut. Und jetzt kommen wir zu dem Jesus. Das Thema war die Freiheit. Und ich sage jetzt, genauso ist es. Wenn das jetzt so gelaufen wäre, wie ich das jetzt erzählt habe, hätte auch Jesus einen Selbstmord gemacht. Aber der Witz ist, er hat seine Freiheit genutzt. Die Freiheit ist nämlich, besteht darin, und das musst du genau zuhören. Ich habe gesagt, Jesus wusste ja, was passiert. Erinnere dich, ich wiederhole nochmal an den großen Trugschluss hier mit dem Petrus. Stehen in einigen Büchern, die Stellen kann man nachschauen. Weil ich erkläre ja am Abend mal meinen Jüngern die Geschichte. Ich sage, ich werde jetzt hier gefangen genommen werden und ich werde für euch sterben. Und dann mischt sich der Petrus ein und der Petrus sagt, Meister, das werden wir nie zulassen. Dann sage ich, wirklich, so steht es im Neuen Testament, ich, JCH, ich sage, weiche von mir, Satan, zum Petrus. Der übrigens hier der Stellvertreter, angeblich der Petrusdom, der Stuhl des Petri, der katholischen Kirche ist. Ich sage, weiche von mir, Satan. Du willst das, was die Menschen wollen, was die Welt will, aber nicht das, was Gott will. Wie kannst du, wenn ich dir sage, mein Vater hat mir gesagt, ich muss den Weg gehen, wie kannst du dann sagen, das werden wir nicht zulassen, dass du das magst, dass die dich umbringen? Es mag gut gemeint sein, aber es ist absolut unbewusst. Du willst das, absolut, was die Menschen wollen. Was wollen die Menschen? Was will die katholische Kirche? Macht. Macht über Menschen und Geld. Ja, okay. Aber nicht das, was Gott will. Ja. Gott will, dass sich alle Dinge, die in dir auftauchen, wieder auflösen, dass was Neues entstehen kann. Mhm. Und jetzt pass auf, ich habe meine Freiheit genutzt. Das ist nämlich prinzipiell, ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, dass ich davon gehe. Das wäre aber logisch gewesen für einen Trockennassen. Ja. Das wäre logisch gewesen. Und ich sage immer wieder, die Freiheit nutzt du dann, wenn du was Unlogisches machst. Mhm. Der Petrus, der dann in dieser Geschichte wohlgemerkt, das sind ja alles Märchengeschichten, letztendlich namentlich zumindest zum Stellvertreter der offiziellen katholischen Kirche. Katholikos heißt doch das Ganze betreffend, das lateinische griechische Wort. Mhm. Die katholische Kirche betrifft mit Sicherheit nicht das Ganze. Das ist Holofeeling. Ja. Die katholische Kirche hat schon Probleme mit den Protestanten, geschweige denn mit allen anderen religiösen Sekten. Ja. Scheinheiligkeit. Heiligkeit ist Feeling. Holofeeling ist heilig, weil es allumfassend ist. Dass ich immer sage, ich predige keine Feindbilder. Übrigens jetzt auch nicht die katholische Kirche, ist für mich kein Feindbild. Es ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, den du zu erkennen hast. Ja. Mhm. Und die Fehler haben auch ihren Sinn. Genau, genau. Im Lernprozess sind Fehler in irgendwelchen Prüfungen sind sogar systemrelevante Parameter, weil ein Führerscheinprüfungsbogen ohne Fehler gar kein Führerscheinprüfungsbogen mehr wäre. So wie ein
So wie ein Auto, ein Auto mit Verbrennungsmotor ohne Motor kein Auto mehr wäre mit Verbrennungsmotor. Das So gespiegelte perfekt. Denken, Ja. unheimlich wichtig. Ja. Das macht's aus. Ja. Und das sind die Geschichten, dass du irgendwann einmal erahnst, wie oberflächlich du bist. In den Erdungen, im Sehen, als Ja. Mensch sowieso. Ja. Aber Ja. jetzt hast du mal, wo ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Und das ist ein Spiel, das spielt man ganz mit sich alleine. Das war wieder so interessant hier jetzt bei dem Fliegenstalltreffen, wo ich sage, wenn hier Hubert filmt und dann siehst du die Leute sitzen und ich sage, du kannst jetzt, wenn du schnell ins Internet reinzappst, da sind so viele kleine Grüppchen oder ESO-Grüppchen, die, wenn du oberflächlich hinschaust, das sind dieselben Menschen und dann erzählt irgendeiner etwas. Es ist nicht vergleichbar. Weil das Thema, es geht um was ganz was anderes. Das ist Ja, auch immer die Oberflächlichkeit im Urteil. Wer nimmt sich die Zeit, das mal länger zuzuhören? Wobei meistens muss man nicht lang zuhören. Würde ich gerne, ich habe da so eine Sache angesprochen, wenn du jetzt TV, das sind immer Gurus, die sich wo reinsetzen in einen kleinen Kreis. Und du, wenn du wirklich die Grundlagen der Wirklichkeit verstanden hast, da merkst du wirklich, wenn die den Mund aufmachen, das ist alles esoterisches Geschwätz. Es ist alles richtig, aber wenn du aufs Detail achtest, jetzt so einen schönen Cup, den müsste ich fast einmal, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, ob man das dann hört. Wir probieren es mal ganz schnell. Wenn nicht in der Aufnahme, ist natürlich blöd. Ich schaue mal. Jetzt denke ich mir schon wieder Zukunft aus. Schau, das ist Bewusstsein. Soll mir eigentlich sehr egal, ist es gleichgültig. Ich versuche das einmal, ich will da auch nichts schneiden. Wir machen einmal ganz, ganz kurz. Kleinen Moment, ich muss da zuerst mal, ob ich den überhaupt top, bevor ich das anschaue. So, jetzt schauen wir mal, ob der hinhaut. Computer-Audio-Dateien, ich hoffe, dass man das einigermaßen versteht. Hast du das Bild? Hast du den? Momentan ist sich was verändert. Ich sehe nicht gerade jetzt, sehe ich das jetzt. Ist er da? Ja, Gott sei Dank Pass mit. auf, mir geht es jetzt nochmal. Ich kritisiere nicht, ich beschreibe jetzt bloß. Ja, Das ist genau. jetzt ein Pixelmännchen, das ist ein Video, das ist ein Video im Internet. Ich hoffe, der Ton ist mit drauf. Hörst du den Ton? Wenn es läuft, schauen wir mal, ob es gut drauf ist. Es ist schon interessant, die demonstrieren erst nochmal Frieden, indem sie ewig nicht reden und bloß da sind und die schweigen nicht an. Ja. Die gehen fast alle diese Videos gehen ja so los, weil Okay. die wollen sich ja in Stille in dem Frieden meditieren. Das nützt dann Schüler überhaupt nichts, wenn ich dir demonstriere, wie ich da sitze wie ein Stein. Guck mal, wenn rein genug fängt. So. Die Füße am Boden. Der Hintern auf der Matratze oder auf dem Stuhl. Der Hund, der bellt. Magst du, der Hund, der bellt? Wird noch 10 Minuten still sein. Genau. Wir gehen alle immer dasselbe. Aufmerksam. Der Hund, der bellt. Hast du es gehört? Hast Ja, du es verstanden? ich habe es verstanden, ja. Der Witz ist der, wo ich sage, da ist kein Hund, der bellt, sondern da taucht ein Geräusch in ihn auf und aufgrund dieses Geräusches wird sein Mechanismus in seinem Kopf. Ein Ja. Hund, eine Vorstellung von einem Hund aufbauen und wird glauben, dieser Hund, der da außen ist, auch wenn er nicht dran denkt, bellt. Ja, Und die wollen sich ins Zentrum genau, meditieren. das ist alles da drin. Sagst du, das ist die Kleinigkeit, das ist das Spiel, immer dasselbe Spiel. Es sind Schwätzer, die haben überhaupt nichts verstanden. Es sind zuerst einmal nur Gedanken, das ist ein Pixelmännchen, das auch nicht existiert, wenn du es nicht denkst. Genau. Merkst du, wie wichtig die Genauigkeit ist, sich bewusst zu machen, was jetzt ist, was Anna äußert? Ja. Leinwandvortrag, du hörst jetzt Geräusche und diese Geräusche werden in deinem Kopf Vorstellungen aufbauen. Genau, Das heißt, das hierarchisch gesehen ist zuerst das Geräusch da, Klingelingeling. Ja. Und aufgrund dieses Geräusches wirst du dann an dein Handy oder ans Telefon denken oder an Kirchenglocken denken oder du Ja. hörst Zwitschern und dann denkst du, und es tauscht sich nur in dir die Information um. Das, was die machen, ist reiner Materialismus. Lass mal hören wir uns noch mal kurz an.
dem Kart ganz spielerisch. Und ein bisschen ausprobieren, was, wie ist es denn für mich am angenehmsten, mit Augen zu? Wie ist es denn für mich? Merkst du, mit wem er sich verwechselt? Richtig. Komfort. Wie ist es denn für mich am angenehmsten? Wie fühle ich mich am wohlsten, wenn ich die Augen zu habe? Merkst du, der ist voll der Körper. Ja. Das geht in einem fort so ein geistloses, esoterisches Geschwätz. Der ist jetzt, dieses Pixelmännchen ist ein Symbol, schlichtweg eine Karikatur von 99,99% aller Gurus. Oder Scheingurus oder Scheinerleuchteten. Ausgedacht, die Erleuchtete sind niemals erleuchtet, Ariane. Das reicht jetzt, glaube ich. Jetzt müsste ich wieder da sein. Ja. Und das kannst, ich sage, es ist noch krasser, wenn wir jetzt Physikvorlesungen oder Philosophievorlesungen uns anhören. Es sind dieselben Schwätzer. Ich sage, wenn irgendeiner den Mund aufmacht, sage ich dir genau, welche Lehre er rezitiert, ohne die jemals verstanden zu haben. Und jetzt habe ich wieder eine Brücke geschlagen zum Anfang, wo ich hier, wenn du in den Chat reinschaust, ich stelle jetzt das Video dann drunter, wenn es einigermaßen in der Qualität ist, in dem Heigo-Gespräch, wo ich nur auf diesen Selbstmord-Abschiedsbrief hinweise. Da ist nämlich, es geht einmal um Selbstmord, es kommt am Schluss, aber zum Zweiten geht es um das geistlose Rezitieren, dieser Abschiedsbrief von dem Doktor, den er geschrieben hat, weil er gemeint hat, seine Logenbrüder kriegen gar nicht mit, wie genial er ist. Ist ein einziges Aneinanderreihen von ganz tiefen Symbolen von irgendwelchen weißen Menschen, die er sich selber ausdenkt, von denen er nicht ein allereinziges dieser Zitate und dieser Geschichten verstanden hat, wo er sich groß macht mit dem Wissen von anderen. Und ich kommentiere jetzt, das ist der Originalbrief, wo damals die Loge das Gericht hat, und ich kommentiere jeden Absatz, er besteht nur aus Zitaten. Nahezu nur aus Zitaten, dieser Abschiedsbrief. Und ich hänge unter jedem dieser Zitate dann der göttliche Kommentar drunter, was eigentlich das bedeutet und was, wie der das entheiligt. Ja. Okay. Indem er Zitate raushaut und nichts versteht. Mir fällt jetzt ganz spontan unser Sigmund ein. Ich sage mal, Sigmund und Heiner, die sind ja so gereift die letzten 20 Jahre seit Almena. Und ich kann mich an meinen kleinen Sigmund noch erinnern, die gehen jetzt alle auf die 70. Und ich sage, da kommt der Knick. Da kommt der Knick. Und jetzt ist es ja so, dass mein Sigmund mir immer so kleine Kärtchen geschickt hat und Kärtchen gehabt hat, wo Weisheitssprüche drauf sind. Und ich habe mir mal angelegt, sage ich, wenn du dir mal zu verstehen und zu leben anfängst und nicht nur liest und verteilst und dich daran erfreust, dann passiert was in dir. Dann passiert was in dir. Theorie und Praxis. Ja. Das ist die Verwandlung, und das ist eben, das kann man lesen, aber wirklich erst, wenn man es zu leben anfängt, in eine Stille. Und es geht hier nicht um Wissen. Bewusstsein, sage ich immer wieder, hat nichts zu tun mit Wissen. Bewusstsein ist das Nicht-Denkbare, das mit seinem eigenen Wissen, das dieses Bewusstsein, das jetzt der Geistesfunk zum Denken benutzt. Das Bewusstsein ist eigentlich hier nur etwas Wahrnehmendes. Ich sage, es ist 200 Gramm rote Knete, die sich jeden Moment bewusst ist, was sie selbst ist, etwas Nicht-Denkbares, und ihre eigene Form anschaut. Super. Weil du immer nur mit deiner eigenen Form, du wirst immer nur mit deiner eigenen Information konfrontiert. Und jetzt ist natürlich interessant, wir müssen immer spiegeln. Diese Form, die in dir drin ist, erscheint für dich als etwas, was um dich herum ist, das außen ist. Immer spiegeln, du brauchst die beiden Seiten. Das, was in dir drin ist, aber du selbst bist ein Nichts. Es spielt sich in einem absoluten Nichts ab. Jetzt könnte ich wieder sagen, wie er gerade, jetzt denkst du an deinen Schädel, an deinen Kopf. Symbol. Du wirst jetzt feststellen, dass du mehr oder weniger deine zwei Augen vor dir hast. Du kannst dir die Haare über dir drüber denken. Aber was du dir ausdenkst aus diesem Punkt heraus, der sich im Zentrum deines Schädels jetzt befindet, du Geist, bist immer das Zentrum. Das ist so wichtig, egal was du jetzt um dich herum ausdenkst. Und da ist, wenn du anfängst, dir was auszudenken, siehst du immer deine Vorstellungen, und zu jeder Vorstellung hat ein Dahinter.
Jetzt ist die Vorstellung ein Monitor mit den Pixelmännchen. Jetzt war dir bloß der Udo, aber wenn jetzt das Video läuft, bist du ja auch mit drauf. Und jetzt kannst du dir als Ariane, wenn du die Ariane bist, kannst du hinter dir die weiße Tür in den Schrank denken. Und sobald du dir den denkst, ist das eine Vorstellung, ein Glaube, was angeblich hinter dir ist. Es ist niemals was hinter dir, weil das in dir drin ist, und es ist auch nicht vor dir, was du jetzt vor dir siehst. Es ist auch in dir drin. Und das, jetzt kriegen wir diese... Das ist meditieren, das ist sich beobachten. Genau, ja. Das, was Zen-Buddhismus macht, wir sitzen uns jetzt hin, in Schneidersitz, dann nehme ich eine Klangschale, dann klopfe ich drauf, dann hörst du Bing. Der Ton führt dich in die Stille. Der Ton führt dich in die Stille, so läuft es doch ab. Und dann beobachtest du, und das läuft so ab, weil die das Wesentliche gar nicht begreifen. Es wechselt dann vielleicht, dass man irgendwann einmal merkt, ich bin ja gar nicht der Körper, der ich mich ausdenke, sondern ich bin der, der sich das ausdenkt. Der bist du auch nicht. Du bist der, der sich jetzt einen ausdenkt, der sich einen Körper ausdenkt. Und der bist du auch nicht, weil da ist einer da, der sich einen ausdenkt, der sich wiederum einen ausdenkt, der sich einen Körper ausdenkt. Es ist immer egal, was du denkst, ist nochmal eins davor, weil du selbst was nichts Denkbares bist. Und darum bist du ewig. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, diese Geräusche sind jetzt deine Information. Und ich sage dir jetzt, ob du das verstehst oder nicht, du wirst bis in alle Ewigkeit, die du selbst bist, leiden, bis du begreifst, was du bist. Und dann geht das Spiel weiter, bloß du hast viel Spaß damit. Egal, welche Rolle du spielst. Und das ist ja alles schon passiert. Das ist das Verrückte. Ja. Dann hatten wir das Thema hier ja, was ist dann mit anderen Träumen, mit anderen Sachen? Und ich sage jetzt erst das Problem, du denkst, die anderen Träumer schon wieder eine Trennung, erleben die dann auch Träume? Und ich sage, das ist alles vom Tisch, wenn du einfach zuhörst. Ich habe das, jetzt fange ich jetzt da nicht nochmal an, das wird dann, wenn die Aufnahmen, wenn es die reinstellen sollten, wenn der das fertig macht, wie auch immer, dann wird es in dir auftauchen. Es ist, man, die Logik, die du zum Denken benutzt, dieses Ja, aber, und das verstehe ich nicht. Es gibt nichts zu verstehen. Schau einfach, was ist. Aber schau von der Stelle aus, von dem, schau als der, ich drücke es anders aus, schau als der, der du wirklich bist. Nicht als der, wenn du schaust, als der, der du zu sein glaubst, hast du deine Filter eingeschaltet. Ich spreche immer von diesen zwei Filtern. Das erste Filter ist, dass in dir was auftaucht, das dich entweder nicht interessiert, es dir böse oder schlecht erscheint, dann fällt der Jalousieabschottung runter, Schutzschild und allen voran, wenn was in dir auftaucht und du sagst, das funktioniert nicht, das gibt es nicht oder das geht nicht, bei gewissen Fragen, die in dir auftauchen. Ja. Das ist ein Filter, und das andere Filter sind die Sachen, die du aufgehört hast, in Frage zu stellen, weil sie für dich als hundertprozentig sicher bewiesen gelten. Das ist auch ein Filter. Und das verhindert vollkommen, dass du Geist wahrnimmst, was jetzt wirklich hundertprozentig sicher da ist. Das, was jetzt hundertprozentig sicher da ist, ist wirklich nur für einen Moment da, weil jeder Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Und jeder neue Augenblick, sinnlich wahrgenommen, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Augenblick. Und der Glaube, dass irgendwas Existierendes, was du Geist zu sehen bekommst in deinem Traum, oder in deinem normalen Leben als Figur, dass du damit nichts zu tun hast, das ist deine Entheiligung, der schmeißt dich hier in diesen unbewussten Bereich. Das natürlich auch einen Sinn hat. Wohlgemerkt, du wirst von mir niemals hören, dass irgendetwas nicht wichtig wäre. Holo-Feeling heißt ja das Gefühl, alles zu sein. Und das ist, wie ich dick. Und dieses, das wie ich ist, dann bist du etwas, was nicht gedacht werden kann, und darum bist du ewig. Und das bist du schon. Das ist immer mein Lieblingssatz. Ich sage, das, was du bist, wirst du niemals erreichen können. Man kann Heiligkeit nicht erreichen, weil die Einzigen, die das erreichen könnten, die sind es ja schon, weil die das immer sind. Es ist immer der Wunsch, dass irgendein Zustand eintritt, natürlich in der Zukunft oder woanders, der besser ist, das hier und jetzt. Und wer das ewige Hier und Jetzt irgendwo anders sucht, träumlich oder zeitlich, hat nicht begriffen, dass das immer da ist. Genau. Das ist so gut.
Die sind wahnsinnige. Normale Menschen, die du dir ausdingst, sind wahnsinnig. Und jetzt kommt die andere Seite, die sind es deshalb, weil die Spiegelbilder von dir sind. Von mir sind. Von dem, der du zurzeit zu sein glaubst. Ja, genau. Genau. Bewusst wahnsinnig sein ist Erleuchtung. Genau. Ja, genau. So schaut es aus, Kleines. Es ist einfach, es ist immer gerade dieses, das verstehe ich nicht. Du weißt, ich sage, wer bestimmt das jetzt? Der genau. Zweite, der Schwätzer in dir, der bestimmt auch, dass du ja ganz toll bist, ich habe alles verstanden. Mir geht's so gut. Genau. Und dann kriegst du wieder ans Telefon. Das Wetter schlägt dann wieder um. Das Wetter schlägt um, genau. Aber ich habe es doch verstanden, wieso ist jetzt die Scheiße immer noch da? Ich habe doch verstanden, was Heiligkeit bedeutet. Wieso werde ich jetzt wieder krank? Oh, ich sag mal, Heiligkeit gesund, gesund und krank gleichzeitig ist. Das hast du nicht verstanden. Genau, ja. Genial, göttlich, genial. Ja. Es ist göttlich, was ich dir erzähle. Was auch immer einer unter dem Wort Gott versteht. Das ist ja schon das erste große Problem. Du hast dann immer wieder, wo ich sage, die meine Botschaft ist nicht für irgendwelche Gedanken. Setze für Gedanken das Wort Menschen. Mhm. Es ist nicht für Gedanken, es ist nicht für die Welt. Die Welt verbessert. Die meinen, die hätten irgendwas verstanden. Nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, kann irgendwas verstanden haben. Verstehen kannst nur der Denker selbst. Und nicht einmal der, sondern der, der sich mit einem Denker verwechselt. Und der Einzige, der Gedanken verändern kann, Informationen verändern kann, ist der, der diese Informationen in seinen Kopf reinsetzt, in die Welt setzt. Mhm. Jetzt ist ja das Wort ILD, erinnert dich, ist ja unser Brandopfer, ILD. Mhm. Mhm. Dann wirst du feststellen, dass du gar nichts verändern willst mehr, es verändert sich von selbst. Die wollen immer, dass sich ihr Leben verändert, ich rede jetzt nochmal wieder normal, die wollen, lass das auf dich wirken, die wollen, dass sich ihr Leben verändert. Es ist wie mit dem ewigen Hier und Jetzt, weil sie vergessen haben, dass sich das doch ständig verändert. Schau doch einfach bloß. Jetzt die Geräusche. Es verändert sich doch laufend. Wie kannst du wollen, dass sich dein Leben verändert? Du wirst doch mit einer ständigen Veränderung konfrontiert, von Moment zu Moment, von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanke. Das Problem ist, dass es sich nicht so verändert, wie der Zweite meint, es müsste sich so verändern. Das heißt, das Leben verändert sich nicht so, wie deine Logik dir vorschreibt, dass es sich verändern sollte. Mhm. Es verändert sich aber so, wie Gott es will. Mhm. Ich will nur noch das, was Gott will. Was will Gott? Das, was jetzt ist. Und dass du dir das bewusst machst, was du selber bist und was du damit zu tun hast. Mhm. Alles. Es wird es nämlich das, was du zu sehen bekommst, wird es ohne dich gar nicht geben. Mhm. Die ist die. Und das ist das. Siehst du, jetzt nochmal komplett Holo-Feeling macht in ein paar Minuten. Ja. Es wird auf welcher. Ich sage immer wieder, das muss dich eigentlich gar nicht interessieren, aber es würde ich euch mal interessieren. Mhm. Okay, Kleines. Okay. Jetzt sagst du bitte einen ganz lieben Gruß an einen Gedanken von dir. Mhm. Wenn der wieder in dir auftaucht. Ja, gut. Fängt mit J an und hört mit N auf. Hoffe ich mal, dass du dich wieder öfters bei mir rührst. Ja, mache okay. Ich. Danke. Ich wünsche dir was. Tschüss. Danke. Ciao.